Ich habe hier eine Nuss. Und hier ein Nussknacker. So ein rundes Teil, das über ihren Kopf schwebt. Du meinst wohl den Heiligenschein? Ja. Ja, wenn Kinder Sachen erklären, dann muss man ganz genau zuhören. Deswegen in den kommenden 3 Minuten Mund zu und Ohren gespitzt. Weihnachtslieder singen klappt bei den Erstklässlern der Elisabeth-von-Tatten-Grundschule in Heidelberg schon mal richtig gut. Die Schulleiterin ist überzeugt, dass sie auch die perfekten Experten für unser Weihnachtsrätsel hat. Die Erstklässler sind nach den Sommerferien mit ganz viel Neugierde hier angekommen und interessieren sich für das Leben im Schulhaus, am Buchstabenlernen und natürlich auch an den Festen und jetzt besonders in der Adventszeit. Das wollen wir überprüfen und spielen das altbekannte und beliebte Spiel Dingsda. Was? Na, Kinder erklären Begriffe. Bei uns ausschließlich Weihnachtsbegriffe. Hat man nicht im Mikrofon? Ja, man hört dich. Es kann losgehen mit der Top 5 Ron-Weihnachtsdingster. Und auf Platz 5 landet ein sehr klangvolles Wort. Es kann Gold sein, es kann Silber sein, es kann Eisen sein. In der Kirche ganz oben. Wenn man die schüttelt, dann macht's Ding Dong. Dann singen die so hin und her und dann gibt es ein schönes Geklang. Ohne Geklang, dafür aber mit viel Bauch, kommt unser Platz 4 um die Ecke. Man baut 3 Schneekugeln und eine ist kleiner bis zu der letzten. Und dann wird sie immer größer und wenn sie größer ist, dann kannst du sie auf deine Terrasse stellen und dann kommt noch... Nee, doch nicht auf die Terrasse, da schmilzt sie sofort. Und die Hände sind Stäbchen. Platz 3 belegt ein Kollege, ohne den in der Weihnachtszeit nichts geht. Das ist, wo man für den Nikolaus gut ist, aber wenn kein Schnee liegt, läuft er vielleicht mit zu Fuß. Es lebt im Wald. Aber die haben das ein Geweih. Hat eine rote Nase und ist immer witzig. Auf Platz 2 sind Lennart und Felix. Bei denen ist jetzt schon klar, in Naturwissenschaften wie Chemie macht ihnen später keiner was vor. Es ist sowas wie ein Stern, bloß dass es runterfällt und es besteht aus Wasser und ist in den Wolken und im Winter fällt es runter. Und dann wird es zu Schnee, wenn das Eis gefriert. Und auf Platz 1 der absolute Lieblingsbegriff der Kids. Sterne, Herzen, Engel. Aus Mehl, Ei. Oh, lecker! Und dazu braucht man Stechform. Okay, zuerst aufstechen auf das Backblech und dann rein damit in den Ofen. Und jetzt? Na, jetzt ist Schluss. Oder wollt ihr noch was sagen? Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Und wir euch natürlich auch.